Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Desto ya Sayyidina ya Rasulullah, desto ya Ashab al-Kiram, desto ya Mawlana Sheikh Abdullah Faiz al-Astani, desto ya Mawlana Sheikh Muhammad Nazim al-Haqqani al-Rabbani, desto ya Mawlana Sheikh Muhammad al-Rabbani, tariqatuna suhba wa khair fi jami'. We are intending Sohba and we are asking our Sheikh for his support, our Sheikh Effendi. Today is your Mawlana Sheikh Nazim and Sheikh Muhammad and Sheikh Mawlana Sheikh Nazim. Today his Urs. Today, before 8 years, he left this world. With his body, but his soul is here, still here, and is still in the hearts of people, in the hearts of people, and giving his blessings, his support, his light, his beautiful attributes, from his nearness to Allah Almighty, from his secrets with Allah Almighty. He is constantly in connection with his murids. He is the highest Sheikh Muhammad is saying, his Khalifa. He said about his father, he is highest awliya from, like in this one century, you cannot find higher saint than him. SubhanAllah, mashaAllah. We are lucky that Allah wrote for us in Qada, in our destiny, to meet him. And he is when Sheikh Abdullah Daghestani, Karasasalwariya, the grand Sheikh of Mawlana Sheikh Nazim, when he was going to pass away from this world, he knew when he was going away and he was speaking to Mawlana Sheikh Nazim, Mawlana Sheikh Nazim, he was saying, oh Mawlana Sheikh Abdullah, when you are going from this world, give me permission I have intention to go to Medina Munawara, to Medina, to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, to in his presence of his qabr, presence on his door of his qabr. I want to sit there until I die. That is my request from you, O my Sheikh. Give me permission. And Grand Sheikh said, no permission for that. I have something better for you. You go to England. Terrible West, to the terribles. You go to England, to Germany, to France, to Holland. Holland only one time because they don't know what they are doing. Then to these countries you have to go to occupy with the crazy ones, and look who is there to give hidayah, collecting people. And he collected. He collected 10,000s, 100,000s, millions, because his barakah is going on. His barakah is going on. His initiations are going on. It's going on, you can't count.
People are coming and asking, and from the television and from the radio, what is your tariqat, how many people, and what is the sheikh, what he did. You can't count it. You can't count. The barakah is going on. It's going on. He's still initiating people, and still, and himself he is initiating through dreams, through spirituality, or through his people, through his murids. He is initiating more and more, coming. His intention is, interviewer from TV, his intention is to make Islam on the whole world, all of it, not less. Yes, all of it. Why not? It will happen. And you must make intentions. When Sheikh Nazim was teaching us, make big intentions. If you have intention to make the whole world Muslim, you say to Allah Almighty, oh my Lord, help me, I want to make everyone Muslim, everyone happy, everyone shining, everyone light, no depression, no suffering, finishing, only obeying you, oh Lord, everyone, and be happy and content with that. It's my intention, all the world, not one left. He get all the thawab. Allah write for him, everyone. He get all the blessings, all the everything, doesn't matter, for the intention. He was teaching us, make big intentions. Make big intentions, inshallah. And today is his, everyone is celebrating the day, his day. In Lefke they are also in his place where he is, his maqam. They are celebrating this holy day. It's a holy day. It's a holy day. And we are asking his medet always, inshallah. And he left us as he was perfect in his life. And we don't know about this perfection, but we know Insan Kamil, as is a maqam, they call it Insan Kamil. He's perfect, in the perfect human being. He left us as in the heritage the perfect one, a perfect one, his son, Sheikh Muhammad. He left him as Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He left for us Abu Bakr Siddiq right after he was passing away, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He left us Abu Bakr Siddiq, the perfect one, the most perfect one, and the beginner or the second initiate of the Naqshbandi Tariqat-i Aliyah, Sayyidina Abu Bakr Siddiq, was a Siddiqi. Coming up without this holy chain of Naqshbandiya, golden silsila of Naqshbandiya is without interruption. It is a chain, you can't find interruption. If a chain is interrupted, you lose the secret. It's lost if it is interrupted. But there's no interruption, it is from one to the other saved. Allah loves and He loved to save this secret, highest secret, which is mentioned through Prophet sallallahu alaihi wasallam when he said, everything what Abu Bakr Siddiq put in my chest, I was pouring into the chest of Abu Bakr Siddiq. Yes, mashallah. May Allah keep us on this beautiful way. Amen. And understand. And may the Muslims understand. May the Muslims come back to the truth. They lost this principle of Islam. They lost it. Principle of Islam. First principle of Islam is Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who came in his body, in his physical form, to this world, to save all the world. He came in the physical body. This is the principle of Islam, principle of religion,
principle which Allah subhanahu wa ta'ala gave to us, to people, to humanity, this principle didn't change. It didn't change. So as the Sahaba kiram radiallahu anhum, they took from Prophet sallallahu alayhi wa sallam, we have to take from our Shaykh. We have to have someone, some trustworthy one you must find. Everyone, all Muslims, people, human beings, you have to find a trustworthy one. How you want to be trustworthy? How you want to be acceptable in the divinely presence? Acceptable. You have to find someone who is acceptable in the divinely presence. You can't learn it through books. Forget it. You can't learn through books. No. You can take something, some knowledge, some theory, yes, but you can't make the way with books. Impossible. Ask the ones who know. They always say the same. You need a living example to show you how to do, how it is. You need, everyone needs. Everyone needs such a person in the physical form. He is a saint, he is a friend of God, and he will show you the way. He will show you the way. You can ask advice. Ashabi Kiram were looking at the Prophet all the time, and they asked advice from him. And they looked what they can get from him. They looked how he moved. They looked how he speak. They looked how he smiled. They looked how he was going. He looked how he was sleeping. They looked how he was eating, fasting, traveling, being at home, doing this, doing that, everything. They looked. They were very, very keen on not to miss 1 second, because they knew. Ashab al-Kiram, they knew everything what he is doing is from Allah Almighty, and we are learning everything. So we have to watch. We have to watch. Now you watch, we watch our Shaykh. We watch Shaykh Nazim, we can still watch, you can still watch him, even in technology, you can watch him. But live, you have to watch Maulana Shaykh Muhammad, you can watch him, how he is doing. And what you watch mostly and intensively and very clearly is his modesty, his humbleness, his humbleness. He is not giving any importance to himself. No. No, you can't see this. No. He's not giving any importance to himself. No. Everyone is the same. Everything is the same with him. Perfect humbleness, perfect modesty means perfect. He is not there. More or less. What is there is Allah Almighty's beautiful names. Allah Almighty's attributes you can find in the Shaykh, you see in the Shaykh. You feel in the Shaykh, and you are learning from the Shaykh, and you are taking from the Shaykh. Or if you know or don't know. MashaAllah. MashaAllah. This is inherited from Rana Sheikh Nazim and inherited from the golden chain. And Muslims, they have to look at this. If you want to perfect yourself, if you want peace, peace on earth, if you want to make the Ummah al-Muhammadi better, you have to come back to the principles of Islam. To look for someone who is trustworthy, who tell you what to do and not to do. Not to say, I am knowing everything, we have this association, we know what we are doing. You know nothing. And you make it worse. It's like this. You make it worse. If you are with your ego, you can only make it worse, not better. You think you make it good, you make a good thing. Shaykh Muhammad said this, you think, they are thinking, they make something good, they make it worse. They make it worse. We have to strive for Iman
And you have to strive for that. And you have to look at yourself, at your ego, to control it, to control your ego. Main thing for us, we are very simple ones. We have no idea from spirituality, actually. And Maulana is speaking to us accordingly. And he is saying what we have to do. And he is saying what you have to do, what all sheikhs said. You have to keep the way of Islam. The way of Islam. Don't say tariqat, what is tariqat, tariqat, oh, what is Sufi. It is Sharia, oh Muslim. Just Sharia. Just the orders, to follow the orders of Allah Almighty, to obey, to be obedient servant of Allah Almighty. And by this way, to conquer your ego, to control your ego. No control of your ego, ego controlling you, mess. Absolutely mess is coming. Worldwide mess now, people. Only listening to the ego. Who is leading the ego? Shaitan. It's Shaitan. Imran Shaykh Nazim always, he used to say, beware of Shaitan. Beware of Shaitan. He is busy, very busy to separate you, to make you weak, to make you not to be in unity, because he knows that unity is strong. Unity, to be united, is strong. Two brothers, if two brothers, they are united in real iman, in saying La ilaha illallah with their heart, La ilaha illallah, with the heart, clearly, nothing else there but La ilaha illallah, in his heart, these two brothers, he can't do anything. Finish his power. Allah Almighty is saying to Shaitan, you can try, I give you some time to try the people to get them away, I give you permission for some time. But my mu'mins, my believers, you can't touch. It's impossible. You can not never touch. So be unified. Be unified. Your aim must be to say with your brother, La ilaha illallah, and there must be nothing than La ilaha illallah when you make zikr together, and two, and three, and four, and five, and many more. Don't go to fitna and say, this one is very strange, what he is doing in my zikr group, I am not accepting, we have to change it. And the other one is saying, why you are leading the zikr, I am the zikr leader, what is the matter? And we have to separate another group. Shaitan, he is trying to separate you. Even if you are only two, he will try. But you, if you are together with La ilaha illallah, he can't. He can't. Never. May we be with our Shaykh always, inshallah, and follow him. To follow what he is saying, to obey what he is saying. Ask him, Shaykh Muhammad, you can ask him and do what he is saying and follow what he is saying. Follow the way of Islam, follow the way of Sharia as much as you can. There is a healing, that is your luck, that is your happiness here and hereafter. It's here and hereafter, it's promised. You can show everywhere, you can show it in all the books. If you wanted to have the knowledge from the books, you can look. To pray, to fast, to give zakat, to make hajj, to give your iman. Look for this. It's perfect. It's a perfect. Perfect. Don't say, I have problem, I have this problem, I have that problem, can you pray for me, I need this, I need that. You know, don't need anything, Allah gives you everything. Believe, you must believe. And say, I have so many problems, you have no problems, your only problem is to follow the rules of Islam. Only every blessing coming from that. And every problem which you are coming to the Shaykh, it is because you are not following the principles of Islam and the pillars of Islam. You're not following. What is coming? Problem, sufferings. Only from that. It's very easy, very simple. MashaAllah. May Allah bless us for the honor of Prophet sallallahu alaihi wasallam
bless you, forgives me, inshallah, as Murana Sheikh used to say. Wa min Allah tawfiq bi hurmat al-Fatiha. Amen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Auf Deutsch, Zusammenfassung. Meret Yasairi, desto Yasairi, Meret. Heute ist Tariqatun Sohba al-Khairi fi Jamia. Heute ist Urs. Wir feiern heute die Urs von Mulana Sheikh. Ein besonderer Tag. Es ist der 8. Jahrestag nach dem christlichen Kalender gerechnet, seines Weggehens aus dieser Welt, Entekal. Mulana Sheikh. Seine letzten Wochen hat er entgegen seines Wunsches und entgegen seiner Absichten im Krankenhaus verbringen müssen. So wie Allah es bestimmt hat, hat Maulana Sheikh Nazim, Qaddasa Sirruhu al-Iyya, bis zur letzten Sekunde gedient, in seinem Körper auch, gelitten und gedient. Es waren in dem Krankenhaus, das ganze Krankenhaus in Zypern, da war nur er. Es war ein Nackspandi-Krankenhaus geworden. In den Räumen waren überall Nackspandis, die schliefen da auch in verschiedenen Räumen. Es gab nur einen Patienten, das war Maulana Sheikh. Die haben das ganze Krankenhaus, alles nur. Und es sind sehr viele Dinge passiert in dieser Zeit. Viele Brüder und Schwestern haben sich dort getroffen und haben sich ausgetauscht. Und es ist ganz viel Baraka ohne Ende gewesen, während der Sheikh vorbereitet wurde von den Engeln und ich weiß nicht von wem, auf seinen Intikal, auf sein Weggehen von dieser Welt. Er hat gedient bis zum Schluss und gelitten für uns bis zum Schluss. Und es ist nicht Schluss, es ist immer noch, sein Wirken ist immer noch auf dieser Erde. Sein Wirken ist durch die Murids, er wirkt immer noch durch die Menschen, er führt sie immer noch, er gibt Initiationen durch Träume, durch spirituelle Wege. Sein Herz ist aktiv und mit unseren Herzen in Verbindung und er gibt immer noch Baraka und immer noch weiter. Er hat, als er bei Großsheikh war, Großsheikh Abdullah Faiz Dahastani, Qaddasa Sirruhu al-Iyya, als er ging, 1973, ging er als er in Damaskus war und er wusste, dass er gehen wird in die nächste Welt, da hat Maulana Sheikh Nazim, Qaddasa Sirruhu al-Iyya, ihn um Erlaubnis gebeten, hat gesagt, oh Sheikh Abdullah, wenn du in die nächste Welt gehst jetzt, dann gib mir Erlaubnis, dass ich nach Medina reisen darf und dort bleiben darf. Meine Absicht ist, an der Tür des Propheten, an das Grab des Propheten, an der Tür zu bleiben, bis ich sterbe. Nichts anderes. Einfach beim Propheten zu bleiben und da auf meinen Tod zu warten. Das bitte ich dich um Erlaubnis, o Sheikh. Und Sheikh Abdullah hat gesagt, keine Erlaubnis dafür. Keine Erlaubnis. Ich habe für dich jetzt einen anderen Plan. Du gehst nach England. Ja? Nicht nach Medina, nee, nach England. Zu den Irren in England. Im Westen gibt es ein großes Irrenhaus, das sind alle eigentlich. Und da gehst du jetzt jedes Jahr hin und schaust, wer Hidayah bekommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, das hat er gemacht. Jedes Jahr war er in England im Ramadan und jedes Jahr war er auch in Deutschland danach und in anderen europäischen Ländern. Und es sind Tausende, Zehntausende, Hunderttausend gekommen zum Islam durch ihn. Und immer noch kommen sie zum Islam, weil die Baraka, seine Baraka ist nicht abgeschnitten, sondern geht immer weiter. Einerseits direkt von Herz zu Herz ist Maulana Sheikh aktiv mit den Seelen, mit den Herzen. Und die, die ihm folgen, die Baraka, die von ihm kommt, die zählt auch für ihn, die Baraka. Die ihr weitergebt, wenn Allah euch jemanden schickt, der von euch
etwas wissen will und geführt werden will und fragt, und er kommt durch euch, durch eure Baraka zum Islam, dann ist das Maulana Sheikhs Baraka ursprünglich. Und das ist, geht alles auf sein Konto sozusagen. Ja, Maulana Sheikh. Also, möge Allah seine Seele und sein Herz erhöhen, seine Station erhöhen, ohne Ende, ewiglich, inshallah. Ja, wir sind dankbar, Alhamdulillah, dass wir ihn, dass Allah es so bestimmt hat. Allah hat es bestimmt. Qada, Qada. Allah hat es bestimmt. Schon am Tag des Versprechens, Alastu Birabikum, hat es bestimmt, jede Seele, die mit diesem Scheich in Verbindung kommt, das wurde schon bestimmt, geschrieben wurde es schon damals. Und es wird jetzt, erscheint jetzt in diesem Leben, in dieser Stunde, erscheint es, dass wir hier sind und hier in Erscheinung sind in unserem Körper und diesen Scheich, unseren Scheich, den Gottesfreund kennenlernen durften, in Berührung mit ihm kommen durften. Und er ist perfekt und er war perfekt und er ist perfekt, die Station von Makam von Insan Kamil, perfekter Mensch, hat er und noch an ganz andere Makams, Allah weiß es, wir wissen nichts davon. Ja, und er hat uns in seiner perfekten, im Leben auch sein perfektes Erbe hinterlassen. Ein perfektes Erbe, und dieses perfekte Erbe ist sein Sohn, Sheikh Mohammed. Sheikh Mohammed, Maulana Sheikh Mohammed ist sein Khalifa. Der Khalifa heißt, du sprichst zu ihm und es ist kein Unterschied. Es ist kein Unterschied, ob du zu Sheikh Nasim sprichst oder zu ihm sprichst. Es ist kein Unterschied. Nur in deinem Kopf, in deinem verhafteten Herzen, an Formen verhaftetes Herz, an Gedanken verhaftetes Herz, an Egoismen verhaftetes Herz, an Gewohnheiten verhaftetes Herz. Ja Allah, befreie uns von diesem verhafteten Herz, mach es frei. Wir haben es satt von diesem Ego und Shaitan und diesen verhafteten Gedanken und Emotionen geleitet zu werden. Und du gibst uns das Beste, direkt vor der Nase. Habt Vertrauen. Vertrauen ist die Basis von Tariqa. Die Basis von allem. Basis von Sheikh und Murid, die Basis, erstlich und letztlich, ist Vertrauen. Du musst vertrauen. Vertrauen in Allah, an seine Perfektion, dass er alles für dich hat. Du musst das nicht erfinden. Und der Sheikh hat alles für dich. Es ist ihm gegeben worden. Für dich, für die Murids, für die Menschen. Und Sheikh Mohammed hat es bekommen in dieser Zeit, in seinem Körper. Und jeder muss einen lebendigen Sheikh haben. So wie die Sahabe Kiram, radiallahu anhum, Sayyidina Mohammed als lebendigen Propheten hatten. Ja, Prophet ist natürlich auch geistiger Wegführer, ist ja klar. Und sie haben sich Rat gesucht in jeder Sache bei ihm. Und sie haben auf ihn geachtet, was er getan hat. Mit allem, jede Bewegung, jedes Wort haben sie versucht, sich zu behalten, zu behalten und zu bewahren. Dieses kostbare Wissen, weil sie wussten, dass alles von ihm, er ist von Allah gesandt. Der reinste, schönste, perfekteste, alles was er sagt, ist nicht von ihm. Nichts ist von ihm. Keine Bewegung ist von ihm. Jede Bewegung von Allah, jedes Wort von Allah. Nicht nur Heiliger Koran, auch Hadith. Sag nicht, es ist nur Hadith, das andere ist Koran, es ist nur Hadith ist auch. Der Prophet hat nie irgendein anderes Wort genommen, außer das von Allah, subhanahu wa ta'ala. Nicht ein Wort aus seiner Hosentasche. Nee. Alles von direkt von Allah, subhanahu wa ta'ala, weitergegeben. So einen Mensch musst du finden, oh Muslim. Die Muslime haben es verloren. Die haben das Prinzip von, das ist ein Prinzip, das wird nicht verändert. Dieses Prinzip vom Propheten, der zu den Menschen geht. Dieses Prophet ist nicht, dieses Prinzip ist nicht verändert worden. Es bleibt, bis zum Yaumil Qiyamah. Bleibt es, dass es ein Führer, ein Mensch sein muss, der führt. Ein vertrauenswürdiger Mensch. Muslim, du musst einen vertrauenswürdigen Menschen finden, wenn du dich entwickeln willst.
wenn du dein Iman, dein Herz reinigen willst und eines Tages in absoluter Glückseligkeit sein willst, dann such dir einen Vertrauenswürdigen, der absolut glückselig ist, ja, Aulia, die nicht traurig sind, wie es im Koran steht, nicht traurig sind und nicht keine Angst haben, nie Angst haben vor irgendwas und nicht traurig sind. Wir sind dauernd traurig, wir machen uns Sorgen. Machst dir Sorgen? Kann nicht sein. Es gibt keine Sorgen. Was eine Sorge hast du? Das ist die, wie bin ich Muslim? Wie bin ich Diener Allahs? Wie gehorche ich Allah subhanahu wa ta'ala? Wie erfülle ich die 5 Säulen im Islam? Wie erfülle ich meine Shahada? Einmal sagen Shahada, jetzt bin ich Muslim. Jede Sekunde musst du Shahada sagen. Jede Sekunde musst du neu bezeugen. Weil dein Herz soll aufgeben. Bist du schon perfekt? Ist alles klar? Kannst du schlafen gehen? Rente. Jeden Tag neu, jeden Tag mehr. Und immer wenn du vergisst, Ashadu an la ilaha illallah, Ashadu anna Muhammad Rasulullah, musst du zurückkommen zu Allah, subhanahu wa ta'ala, wenn du ein Raffler warst. Und wir sind in Raffler reichlich in Heedlessness, in Achtlosigkeit. Daher kommen die Sorgen, daher kommen die Gedanken, die Emotionen, die unser Herz in Fesseln legen. Unser Herz ist in Fesseln. Du hast ein gefesseltes Herz. Und du brauchst einen Scheich, einen vertrauenswürdigen Gottesfreund, der das nicht mehr hat, der diese Fesseln im Herzen nicht mehr hat, gar nicht hat. So einen brauchst du, damit dir so ein Trainer, der dich trainiert, dass die Fesseln abgelegt werden. Sheikh Mohammed ist dieser Trainer in seinem Körper, im physischen Dasein mit uns. Und er ist 1:1 mit unserem Sheikh. Möge Allah uns Kraft geben, inshallah. Unser Ego, du hast Ego, Muslim. Sag nicht, du hast kein Ego. Wenn du kein Ego hättest, dann wäre die Ummah al-Muhammadi jetzt wunderbar, würde sie mit Macht, mit Kraft, mit Licht, mit allen möglichen Dajjal. Sie ist schwach, im bedauernswerten Zustand, absolut schwach. Wie Turshu-Gibi, wie eingelegtes Gemüse. Am eingelegten Gemüse, die kleinen Maden, die sich daran machen, das sind Muslime heutzutage. Akhir Zaman, in der Endzeit. Was macht eine kleine Made am eingelegten Gemüse im Keller? Das ist euer Zustand, der ist okay. Keine Verbesserung, brauchen wir nicht. Wir sind im Verein, wir haben den Verein und diesen Verein und den Verein und wir haben dieses und die religiöse Ministerium, wir haben ein religiöses Ministerium. Du brauchst ein religiöses Mysterium, nicht Ministerium, ein Mysterium. In deinem Herzen ist ein Mysterium, das öffnet dir der Scheich. Du musst bereit sein, sei bereit dafür. Sei bereit, dich hinzugeben, das ist Islam, gib dich hin. Gib dich dem Scheich hin. Gib dich einer Person, da ist die Prüfung. Nicht, ich mache Theorie und Islam und ja und die. Nee, dann kommt die Prüfung. Wenn der vor dir steht, der Heilige, der geschickt worden ist von Allah, um die Menschheit zu retten. Wenn der vor dir steht, dann musst du deinen Kopf, musst du seine Hand küssen. Wahhabis sagen, Handküssen ist verboten. Tschüss. Wir küssen die Hand von unserem Scheich. Wir küssen auch seine Füße. Es gibt auch Gefährten, die haben die Füße vom Propheten Mohammed geküsst. Das ist Hadith, das weiß man. Das ist Sunnah, kein Problem. Werde bescheiden. Sag, da ist einer, der weiß mehr als ich. Ich bin ein Egoist, habe schlechte Eigenschaften. Ich bin neidisch, ich bin gierig, ich bin stolz. Ich bin im Irrtum seit 50 Jahren, solange ich lebe. Seit 70 Jahren. Wie alt bin ich? 75. 75 Jahren im Irrtum. Ich gebe es zu. Ich bin im Irrtum. Es ist schwer zuzugeben nach so einer langen Zeit. Gib es zu. 50, 60, 70 Jahre verschwendet.
Sag Astaghfirullah, dass Allah uns öffnet. Sei bereit, sei bereit. Wer nimmt dich an die Hand? Der Scheich, der Gottesfreund, Waliullah. Du musst dich ihm ergeben, direkt. Das heißt, Ergebung in Islam, Ergebung in den Propheten, Ergebung in Allah. Erst kommt Ergebung in deinen Scheich. Und 100% Vertrauen. Möge Allah das die Prinzip zurückgeben, den Muslimen, damit sie auf den Weg kommen. Es war, im Osmanischen Reich war das immer so. Da war niemand ohne Führung. Niemand. Shaitan hat geschafft, das alles wegzunehmen. Er weiß, der Shaitan ist schlau. Er ist auch dumm. Er hat keine Intelligenz, aber er ist bauernschlau, wie wir schon im Deutschen sagen. Er weiß, wo er Schaden anrichten kann. Deswegen nimmt er die Liebe. Er versucht, die Liebe wegzunehmen. Er versucht, die Liebe wegzunehmen. Die Kraft im Islam, das Prinzip vom Islam, die Liebe, der Ursprung vom Islam, der Ursprung, der immer wachsende, ein Ursprung von einem Samen, ohne Ende wächst das. Das versucht er wegzunehmen. Deswegen hat in der Türkei am Ende des Osmanischen Reiches der Oberscheitan dort, will seinen Namen jetzt nicht nennen, nee, da komme ich noch an Schwierigkeiten. Der hat als erstes verboten, was hat er verboten? Scheichs und Tariqa. Wacht auf, Muslime, wacht auf. Shaitan hat euch das Wichtige erstmal weggenommen, damit er seinen Eingang, Einfluss hat. Hat als erstes verboten, bei Todesstrafe, Tariqa. Sikr verboten, Tariqa verboten, Turban verboten, Derga verboten, Scheichs wurden umgebracht. Mach Augen auf. Muslime, guckt auf die Geschichte, wenn ihr, könnt ihr mal auch mal auf die Geschichte gucken vielleicht. Sheikh Nasim hat viel davon gesprochen, sehr viel davon gesprochen. Viele Beispiele, ohne Ende, 3000, 5000, 6000 Zuchtbots im Internet, guck an, Sultanat.org. Er spricht darüber, ganz genau, kannst du live anhören. Jede von seiner Suchba ist, die auch schon lange zurückliegt, ist live. Das ist sein Wunder, sein Kerama. Jede Suchba, die du von ihm hörst, jede Suchba, die du liest in seinen Büchern, ist, als wenn du zum ersten Mal hörst. Das ist Kerama. Kerama Monana Sheikh. Hör dir das an. Und lerne das, Muslims. Lernt das, wenn ihr euer Herz beleben wollt. Wenn nicht, ist traurig. Absolut traurig. Sehr traurig. Das Herz ist tot. Es ist tot. Gefesselt und tot. Im Kerker gefesselt. Befreit es, befreit es. Ihr braucht einen Befreier. Und der Befreier ist der Scheich. Ist der Waliullah. Muslims. Menschheit. Folgt dem Islam. Wir sagen nicht, wir haben hohe Stufen, Spiritualität. Nein, wir sind einfach. Tariqa ist Scharia. Tariqa ist den Befehlen Allahs zu folgen. Fünf Säulen. Achtet darauf. Wir haben Ego. Wir haben nichts Spirituelles, gar nichts. Wir haben Ego. Wir müssen uns schützen als erstes vor unserem Ego. Was schützt uns? Halte den Islam ein. Wenn du das nicht tust, bist du in Gefahr. Jedes Leid, jede Sache kommt durch Nicht-Einhalten des Islam, der Anordnungen subhanahu wa ta'alas. Immer wenn du das nicht tust, hast du Leid, hast du Schwierigkeiten, hast du Probleme ohne Ende. Versuche mit bestem Willen, besten deinen ganzen Fähigkeiten einzuhalten, so wie du kannst. So wie du kannst. Vergleich dich nicht mit anderen, mach, was du kannst. Und Allah hilft dir. Und mach dich jeden Tag froher, glücklicher, größer, stärker. Das ist Islam. Islam ist nicht was Kleines. Islam ist groß. Ohne Ende. Und du bist groß. Und du sollst groß sein. Allah hat dir Größe gegeben. Hat dir in seiner Großmut Ehre gegeben ohne Ende. Ohne Ende. MashaAllah. Und perfekten Weg. Ja Allah, möge Allah unser... Wir machen es einfach. Wir sagen, Allah, schmeiß Hirn vom Himmel, auf Deutsch. Allah, schmeiß Hirn vom Himmel, dass wir richtig nachdenken und unser Herzen
dir zuwenden und unser Ego kontrollieren, ja Allah. Wa min Allah Taufiq bi Hurmat al-Fatiha. Amen.